Dann haben wir Russland mal wieder ein großes Stückchen kleiner gemacht. Jetzt hatte ich fast angefangen, alles zu kornen, das will ich natürlich nicht. So, Kasachstan will ganz viele Provinzen, habe ich gehört. Angefangen mit Agidel. Weitergemacht mit Baschkortostan. Das war jetzt ganz schlecht, was ich jetzt gemacht habe. Ich meine, es ist so egal, glücklicherweise. Aber eigentlich müsste man es andersrum machen. Weil wenn ich mich jetzt irgendwo verschätzt hätte und ich könnte ihnen nicht alle geben, dann könnte ich die da oben selber nicht kornen, aber ihm auch nicht geben. Aber wie gesagt, dadurch, dass er auf jeden Fall alle nehmen kann, ist es relativ unproblematisch. Das hat genau 50% Überdehnung. Baschkirt hat Gold, das ist okay. Ich behalte es deswegen auch nicht. Ich gebe ihm sogar Busuluk, dann habe ich einen Start weniger. Wow, bin ich weit über meinem Startenlimit. So, Transoxianien, her damit. Wo bist du denn? Ich dachte, du wärst da. Ich habe mich getäuscht. Gibt es noch eine Provinz, die mir fehlt? Nein. Hindukusch. Da könnte man noch einiges erobern vom Hindukusch. Der ist jetzt schon so stark. Ha, das sind mal zwei Provinzen. Ich lasse meinem Vasallen ganz gerne Provinzen. Dann kann er Schulden machen, die ich für ihn zahlen kann. Und dann kann ich seine Freiheitsbestreben reduzieren. Tabaristan muss ich wahrscheinlich teilweise sogar selber kornen. Ne, nicht einmal. Und dann habe ich eh schon nur noch einen. Und das ist dann, wird dann Twer. Genau. Ich brauche echt mehr Staaten. So, dann Festungen. Wir reißen ab Golesdan. Wir reißen ab Amol. Wir lassen stehen Kwasin. Das ist nämlich eine recht coole Geschichte hier mit diesen Gebirgsketten. Kwasin und Hoveis halten tatsächlich sämtliche Bewegungen von diesem Gebiet hier rüber ab. Weil sie können hier nicht vorbei, sie können hier nicht vorbei. An der Festung hält sie in Hamadan auf und wenn sie hier unten über den Süden drüber gehen, bleiben sie hier oder hier stecken wegen Hosvei. Also da mit diesen zwei Festungen habe ich halt wirklich die gesamten Bewegungen von rechts nach links. Wo auch rechts nach links, ernsthaft mal. Und du bist auf einer Karte und sagst rechts nach links. Schämst du dich gar nicht. Von Osten nach Westen unterbunden. Wird zwar nicht oft ein Problem sein, aber sie stehen gut rum. Gut. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Also Hasankeyf wird nicht am Hindukusch verteidigt. Im Hindukusch lassen wir sie laufen. Hier wird es verteidigt. Das ist nicht der Hindukusch. Hey. Okay. Kaiser hat den besseren Schriftzug als wir. What? Ich wollte gerade sagen, wir haben gar keinen Schriftzug, und dann habe ich ihn hier unten gesehen. Bäh. Das ist schrecklich. Schreckerlich ist das. Gut. Beautiful. Russisch Westsibirien. Passt doch eigentlich. Wo ist eigentlich eure Hauptstadt? Aktuell immer noch in Jaroslawl, weil ich euch Jaroslawl gar nicht genommen habe, gell? Sehr schön, kann ich instant reinlaufen von der Nachbarprovinz. Schadet nicht. So, ich habe immer noch keine 100 Dip-Punkte tatsächlich, weil ich euch gerade wahrscheinlich wieder einen Haufen ausgegeben habe. Und weißt du was? Sei unzufrieden und gib mir Geld. So. Jetzt schauen wir doch nochmal diese Überlegung an. Ich bin jetzt immer noch nicht ganz on board, aber. Also das Westafrikanische, das Südafrikanische und hier das Ostafrikanische. Und dann hat Nekton höchstwahrscheinlich wie so gut wie immer recht. Mit seiner Aussage, dass ich im Südafrikanischen eh keine kaufen kann, dann komme ich immer noch auf keine drei Handelshäuser. Das wird wohl einfach nichts für mich. Tja, das ist genauso wie das hier Teil von Indien sein kann, wenn man es richtig erobert. Oder wie auch immer bei Ryukyu Welteroberung ganz gerne hier ganz groß steht: Ryukyu in Afrika. Aus Gründen. Kannst du was von Wolof kaufen? Sehr unwahrscheinlich. Aber es hilft mir immer noch nicht, dass ich. Ich könnte natürlich einen Kolonisten hier runterschicken.
Aber ich glaube nicht, dass die mir was verkaufen. Das ist, glaube ich, obwohl es ist über das Mittelmeer wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Wie viel bräuchte es denn? Blub, 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 blub. Geld, 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 könnten wir kriegen, 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 könnte eng werden, könnte eng werden. Nein! Warum kann ich ihn nicht mehr anbieten als das? Was ist das für ein Schwachsinn? Würde lustigerweise gehen, wenn ich nicht gerade einen Vasallen annektiert hätte. Ich würde echt gerne wissen, warum ich nicht mehr anbieten kann als 1580. Was ist denn da die Grenze? Das ist mein aktueller diplomatischer Ruf. Wahrscheinlich geht schon, wenn ich einen Diplomaten einstellen würde. Ja, würde schon reichen. Bringt mir halt nichts, außer dass ich einen Haufen Geld los bin. Also ich kann Afrika erobern, aber will ich das? Welchen Werten? Gut. Krieg gegen Russland, over. Ich, Entschuldigung, habe hier einen Anspruch fingiert. Du hast ein Bündnis mit Äthiopien und Darfur. Ich glaube nicht, weil sie gerade keine Lust an diesem Krieg teilzunehmen, oder? Es geht in die richtige Richtung. Mal gucken. Ich habe gehört, dass kein Bock mehr mit Makurien verbündet zu sein. Kein Kriegsgrund, Vertrauen gegenüber Makurien. Ha! Ha! Ich will Imperialismus haben. Gut. Gazikumuk ist verbündet mit Transoxianien. Das heißt, es ist ein größerer Krieg, wenn ich einen mit Gazikumuk anfange. Aber Gazikumuk würde ich gerne auf Dauer auch mal loswerden hier drin. Und Tunesien hat immer noch keine Verbündeten. Oktober 29, da habe ich Frankreich eingeladen. Interessant. Wie geht es uns hier eigentlich mit Gefallen? 34, also mehr als genug. Verzeihung. Irgendwie ist mein Hals gerade kratzig. So, Janagar, Frankreich, Osmane. Gut. Böhmen können wir vielleicht wieder verbünden, wenn wir uns mit dem Osmanen auseinandersetzen. Das kann durchaus sein, Tiers. Gibt zumindest einen gewissen Sinn, das Limit. Genau, das nächste ist die Manufaktur und kann in jedem Provinz, die verstaatlich ist und über 20 Entwicklungen hat, spawnen. Sehe ich hier die gesamte Entwicklung? Leider nein. Das heißt, ich baue einfach die größeren und bin glücklich. Kohle dauert leider noch ein bisschen, bis das poppt. Tech 17. Warum ich jetzt auf das Datum geschaut habe, um zu sehen, wann ich Tech 17 kriege. Dauert noch, weil ich einfach keine Dip-Punkte zusammenkratzen kann. Trotz meines mächtigen Fokus. Also richtig reich bin ich halt auch noch nicht, gell? Was ist denn da gerade passiert? Hormus hat gerade beschlossen, dass sie meine Armee annehmen würden. Habe ich Ansprüche auf Schamar fingiert? Nein. Habe ich Ansprüche auf die Mamluken fingiert? Wenige. Dann habe ich garantiert vor Mamluken reich. Das heißt, ich könnte über Schamar Mamelucken angreifen und beide auf einmal mich praktisch drum kümmern. Ich könnte auch zuerst die Mamelucken angreifen. Also auf jeden Fall brauche ich hier einen Anspruch, so oder so. Dann marschieren wir mal hier runter. Meine Starterlasse sind ziemlich aufgeräumt. Wie geht's Kairo eigentlich? Sehr schön. Wie geht's mir hier? Noch keine neue Provinz.
Urfa hat es bald, aber Urfa ist keine von den teuren Provinzen, nehme ich an. Es breitet sich offenbar sehr gut aus. Da ich kaum noch eine Provinz, wo sich es nicht ausbreitet. Wie geht's? Bagdad? 14. Das wird auch kein Handelsbonus. Könnte man sich auch überlegen, ob man eventuell einen Bonus reinsteckt. Ich meine, ist für ein Handelshaus. Egal, komm rein. Kaufleute, be happy. Dann brauche ich eh wieder Punkte von euch. 25. Die Welt umsegelt. Nur 20. Ha. Damit habe ich nicht gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Ich habe gerade irgendwas weggeklickt, wo ich mich drum kümmern wollte. Das war schon irgendwas minus 20 von den Emiren. Wahrscheinlich. Ne, keine Ahnung. Die habe ich von Khorasan annektiert, die sind mir egal. Wie geht es mir hier? 384. Ich nähere mich immerhin da. Ich könnte natürlich hergehen und 40 von denen bauen. Dann gehe ich eigentlich mal wieder ein Staatenlimit. Stufe 20 Kaiser bin ich schon. Damit, ich brauche echt mehr Staaten. Man baut keine Gebäude für Truppenlimit. Das sagst du. Pfui. Gut. Frankreich. Oh. Delhi. Ich will eigentlich keinen Krieg mit Delhi haben. Kriege ich aber offenbar. Könnte natürlich eine Argumentation machen, wie wichtig ist einem Frankreich. Kein Interesse an Sind. Aber Delhi hält den Hindukusch. Glaube eh nicht, dass sie mir was geben, ehrlich gesagt. Neun. Ganze drei Dukaten. Das haben sie ja leider auf minus 5% genervt von minus 10. Damals hat das noch deutlich mehr gebracht. Gegen Osmanen müssen wir uns mit Böhmen verbünden, damit irgendjemand die osmanischen Truppen bindet. Den Rest machen wir selber. Da wäre es jetzt richtig schön, wenn Äthiopien sich das anders überlegen würde und keinen Bock auf diesen Krieg hätte. Würde ich sogar eine zweite Armee darüber stellen.
So schon ist Böhmen auch nicht weg. Also ich bin für eine Zeit lang gut Truppen binden. Ich kann Böhmen sogar für Land einladen, weil sie werden sowieso uns separat Frieden machen. Ich weiß jetzt alles sehr Zukunftsgedanken sind gerade. Aber irgendwas, was Truppen bindet, das muss nicht Frankreich sein, dass die Osmanen irgendwo anders hingehen. Nicht, dass sie jemals irgendwo anders hingehen würden. Das ist schade eigentlich. Den Krieg hätte der Osmane wahrscheinlich mich eingeladen, wenn mich der Franzose nicht vorher eingeladen hätte. Hätte man sich ein paar Gefallen holen könnten, wobei es wahrscheinlich aktuell nicht mehr wirklich wichtig ist, Gefallen vom Osmanen zu farmen. Aber mehr würden nicht schaden. Kriegsziel ist Zatar gegangen. Hey, der Franzose ist schon da. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich dauert es ewig, bis der Franzose überhaupt mal was tut. Aber ich habe mich getäuscht. My bad. Soll sich hier mal eine Gelegenheit bieten, dass der Ägypter nicht mitmacht, würden wir diese ergreifen. Dass wir hier ein bisschen aufpassen mit der delischen Armee, was der hier vorhat und wie wir am besten nur einen Teil davon auf einmal bekämpfen können. Oktober. Okay. 21. Oktober. Ich habe also 4 Tage Zeit. 23. 25. Dann kommst du bitte 15. Oktober da an. 24. Oktober. Kannst sogar noch einen Tag warten. So, die Armee ist bereits gelockt, das heißt, wir kriegen jetzt ein Pferd auf ebenem Gelände. Eine Schlacht gegen eine deutlich numerisch unterlegene Anzahl an Delhi-Soldaten. Sind kann von mir aus versuchen reinzulaufen, aber Sind ist mir ehrlich gesagt egal. Dann sollten wir ein Pferd, wahrscheinlich sogar einen Wipe zusammenkriegen, je nachdem wie Delhi sich anstellt. Und wir haben eine volle Kanonenreihe, wir haben eine volle Flankierung. Wir haben einen Moralvorteil von 1, 2... Sollte machbar sein. 3000 Mann ist okay. So, die Truppen von Sind. Malwa. Das war gar nicht Sind, das war Malwa. Warum haben Malwa und Sind dieselbe Flagge? Natürlich nicht dieselbe, aber fast die gleiche. Malwa hat Tech 15. Will ich 12.000 Malvanesen in einer Bergprovinz angreifen? Wann wirst denn du gelockt? Dauert noch ein bisschen. Wenn der nicht gelockt ist, ehrlich gesagt nicht. Genau, dann geht's, weil ich will, der soll nicht von Kabul sofort nach Khor umdrehen können, das wäre unschön. Weil es jetzt natürlich so macht, gell, weil dieser Weg so lang ist, aber das sollte reichen. Aber ich weiß an Kabul noch, dass er nicht direkt von Kabul aus rüberlaufen kann. Bist du gelockt? Bewegt deinen fetten Elefantenarsch. Gut. Was haben wir hier? Partikularisten. Was sagst du dazu? Könnte man auch einfach noch töten und noch ein bisschen warten. Oder man nimmt jetzt schon die Mission. Wie viel ist die Mission nochmal? 33 und du bist die Hälfte. Das will ich halt schon gern kombinieren, wenn irgendwie möglich.
Priester ist ja sowieso irgendwo hier, oder? Oh ne, ich dachte, das würde anders heißen. Äthiopien scheint keine Änderung zu planen. Die Franzosen haben Sindh angegriffen, jetzt sind wir hier in einem kleinen Krieg. Irgendwie tun die Franzosen nicht viel. Sie haben irgendwie geschafft, in der Provinz zu bleiben, aber ich sehe irgendwie keine ihrer Armeen irgendwo. Ach, Moment, ist eine französische Provinz, die belagert wurde, ich Idiot. Ha, dass die Franzosen sind nicht mal hier. Ich bereue es, in diesem Krieg zu sein. Ging es jetzt tatsächlich weniger um die Loyalität, die ich mir erkauft habe, sondern es ging einfach mehr darum, dass ich nicht die 50 Verwaltung verlieren wollte. %97. Das klingt fair. Auf jeden Fall die beiden Provinzen vom Hindukusch belagern, weil die will ich eventuell tatsächlich haben. Hätte jetzt weglaufen können, wenn ich die Richtung geändert hätte. Hey, schau mal, da kommt Frankreich. Solche Helden. Ich weiß nicht, ob das Bündnis wirklich wert ist, behalten zu werden. Das ist ein gewagter Move, Kasachstan. Okay, traust dich doch nicht. Dann ist ja alles in Ordnung. So, wir haben hier oben eine Festung und wir haben die beiden Provinzen. Das heißt, theoretischerweise könnte der Franzose uns die Provinzen geben, die wir haben wollen und die wir uns verdient haben. Belagern wir jetzt einmal Sindh durch. Wie viel Vertrauen habe ich denn mit Frankreich? Wahrscheinlich nicht viel. So, offenbar marschieren sie gerade durch die gesamte Welt, weil irgendwie habe ich es ja gerade hier eine Armee von ihnen gesehen, die jetzt aber wieder verschwunden ist, offenbar. Ah ne, sie steht jetzt hier. Wahrscheinlich geht sie irgendwie hier rum. Damit ist sogar das Kriegsziel belagert.
Ich gebe ihm tatsächlich die Belagerung von Thatta, in der Hoffnung, dass das ein bisschen die Wahrscheinlichkeit beschleunigt oder die. Dass es das beschleunigt, dass er irgendwann mal in Frieden macht und nicht ewig lang rumtut und sagt, ich kann Thatta nicht nehmen, ich mach gar nichts. Und genau. Sehr gut, Mayaki. Deli hat zum Neuen keinen Bock mehr auf diesen Krieg. Wo haben wir gerade Warscore verloren? Wir hatten noch gerade noch 18. Das ist die Belagerung von Kasachstan. Ich sollte echt Kasachstan in Schildsteuer setzen. Das vergesse ich auch immer wieder. Warum habe ich Nektar jetzt eigentlich aufgelöst? Der war ja gar nicht über dem Limit. Nexon, du kannst es einfach nicht. Es tut mir leid. Ich glaube, dein Name ist verflucht.